In unserer Schule setzen wir uns seit dem Sommer 2020 mit dem Thema Werte auseinander. Wir wollen wissen, wodurch zeichnet sich unsere Schule aus? Wie muss eine Schule sein, in die alle SchülerInnen und alle Erwachsenen gerne kommen? Hier lernen, lehren und begleiten viele unterschiedliche Menschen. Jedem sind andere Dinge wichtig. Dem Sportlehrer sind Sportveranstaltungen wichtig, weil sie ein Gemeinschaftsgefühl und Fairplay vermitteln. Jasmin aus der 7a ist wichtig, dass sie in der Schule Freunde trifft und sie miteinander lachen können. Frau Müller findet, Respekt wird auch im Umgang mit dem schuleigenen Inventar deutlich. KollegInnen wollen daher die Unterrichtsräume mit den SchülerInnen gemeinsam verschönern. Außerdem braucht es eine starke Identifikation mit unserer Schule. Die können wir unter anderem mit Aktivitäten stärken. Der GSV, also der Gesamtschülervertretung, ist in ihren Sitzungen wichtig, dass sie einander ausreden lassen und wirklich zuhören. Dann können neue Ideen nicht überhört werden. Bei der Strukturierung der Sitzungen hilft die Schulsozialarbeit. So gibt es zum Beispiel Begrüßungsrituale, Stimmungsabfragen und Bewegungs- sowie Ruhepausen. Sie setzen sich dafür ein, dass die Wünsche der Jugendlichen gehört werden. Und eines wollen alle. Sich wohlfühlen an dem Ort, an dem sie so viel Zeit verbringen. Aus diesem Wunsch entwickelte sich unser Ziel nach einem gemeinsamen Wertesystem an unserer Schule. Denn welche Werte wir hier leben wollen, ist Ausdruck unserer Schulkultur. Unsere Schule fußt auf drei Säulen. Dem pädagogischen Personal, das heißt die Schulleitung, die Lehrerinnen und Lehrer, die Schulsozialarbeit, das Sekretariat, der Hausmeister und so weiter und so fort. Den Schülerinnen und Schülern und natürlich den Eltern, Familien, Erziehungs- und Sorgeberechtigten. Die LehrerInnen und SozialpädagogInnen haben sich im Rahmen von 2 Studientagen mit dem Thema auseinandergesetzt. Sie haben überlegt, diskutiert, wieder überlegt und es entstand die Wertegruppe, die seitdem aktiv am Voranbringen des Vorhabens arbeitet. Unsere SchülerInnen haben sich im Rahmen der GSV mit dem Wertethema beschäftigt. Außerdem haben alle SchülerInnen in 2 Projekttagen gemeinsam zusammengetragen, welche Werte ihnen wichtig sind. Die Eltern wiederum haben der Wertegruppe über eine Umfrage zurückgemeldet, welche 3 Werte ihnen an unserer Schule wichtig wären. Die Wertegruppe sammelte alle Ergebnisse und fand die Übereinstimmungen aus allen 3 Säulen. Daraus ergaben sich die 5 am häufigsten genannten Werte. Respekt, Gemeinschaft, Hilfsbereitschaft, Wertschätzung, Toleranz und Akzeptanz. Unsere Werte werden nun ins Schulprogramm und in den Schulvertrag aufgenommen. Sie sind außerdem öffentlich auf der Homepage sowie in unserer Schule sichtbar. Doch vor allem, sie werden gelebt. Gemeinsam gestalten wir eine Schule, in der wir mit unseren Werten wachsen.